Jetzt hast du Durst ohne Ende, wa? Lass dich nicht stören, Kleines. Das ist die Edina. Edina ist jetzt 9 Jahre alt. 9 bist du, ne? Und hat momentan Durst ohne Ende, weil, tja, die Nieren wieder regenerieren, sagen wir es so. Ja, den ganzen Tag pennen, ne? Trinken ohne Ende. Und vorhin hat sie, hier unten ist ihr Platz, wo sie momentan schläft, hier auf meiner Hose. Ja, Eddie, soll ich sagen, ja, das gehört zur, ich weiß, es ist peinlich, aber hey, das ist ein Erfahrungsbericht. Das interessiert die anderen bestimmt auch und das ist nichts Schlimmes. Ne? Also, hat ein bisschen Wasser verloren, was dann hier daneben lag. War kein Problem gewesen und ja, wer sich da mit der neuen Medizin ein bisschen auskennt und weiß, was vorher so vorgefallen ist, da kann sich in solchen Momenten dann auch mal freuen. Ja, Grundstory war die gewesen, dass wir eine, ne, vor 2 Jahren oder 3 Jahren ist es jetzt her, genau, das ist noch die alte Katzenklappe, wo die andere Katze drin gewesen ist. Ja, die ist uns vor 2-3 Jahren hier zugelaufen, ist, ne, von einem Nachbarn bekommen und hat hier erstmal Unterschlupf gesucht, ne? Es war eine junge Familie gewesen, gerade die Kinder neu da gewesen, ja, und ja, da ist halt erstmal Fokus auf die Kinder, die es gerichtet wurden, anstatt auf die Katze. Und die Katze ist dann hierher gekommen, ist immer hier durchgelaufen und hat sich dann auf dem Boden versteckt, ehe wir es mitbekommen haben. Ja, dadurch ich die andere Wohnung früher noch hatte, habe ich die dann in der anderen Wohnung wohnen lassen, habe gedacht, ach, das geht schon klar, ne? Aber es ging dann doch nicht so klar, weil irgendwann hat dann die andere Katze auch herausgefunden, wie sie in diese Wohnung hier reinkommt. Man hat sich da drin dann breit gemacht und mein Kätzchen, meine Edina, hat dann bei meinem Vermieter, der ein Stockwerk unten drunter wohnt und auch eine Katze hatte, die leider verstorben ist, ne, da hat die Edina den Platz dann zwischenzeitlich eingenommen. Ja, das ging dann so dann gut. Ja, mal gucken, bis... Ah ja, da ist schon alles wieder verwachsen. Ihr seht es vielleicht noch hinten rechts, also die hinteren Beine. Die haben dann irgendwann mal Haarausfall bekommen. Ja, das war dann die Stelle gewesen, wo ich meine Katze dann immer hochgenommen habe, wo sie mal auf meiner Hand gesessen hat. Ne? Also praktisch ja, die emotionalen Momente. Ne? Und dem Moment, wo dann die andere Katze in meiner Wohnung war, kam meine Katze eben nicht mehr zu mir und ja, hat dann an den Stellen Haarausfall bekommen. Wo nicht mehr berührt wurde, wo es gewohnt war, ne? Wenn man es ganz profan ausdrücken kann. Ja, das war dann für mich ein ganz schönes Alarmzeichen. Hab dann daraufhin eine elektronische Katzenklappe gekauft für einen Haufen Geld. Und die heutigen elektronischen Katzenklappen sind aber leider so konzipiert. Ja, wo habe ich es hin? Ja, hier ist sie jetzt. Ne? Also wenn sie jemand haben will, ne, zur Hälfte vom Neupreis haue ich sie raus. Und die sind so konzipiert, dass sie normalerweise mit so einem RFID-Chip funktionieren, der Katze hier oben irgendwie in die Schläfe mit einer Spritze rein operiert wird. Ne? Vollkommen natürlich, auf alle Fälle. Das wollte ich meiner Katze natürlich nicht antun. Bin dann zum Arzt gegangen. Ne, ich habe erstmal im Internet recherchiert. Ne? Da gab es RFID-Halsbänder, was man so einer Katze umlegen kann. Übelst klobig, übelst riesig, übelst hässlich. Und die wollten 25 Euro dafür haben. Ja, bin ich zum Arzt gegangen, habe gefragt, wie viel denn so ein Chip implantieren kostet. Er meint so 10 oder 15 Euro. Alles klar, ist aber sehr billig. Und dann habe ich mir einfach so eine kleine Patrone geben lassen. Ne, hier ist er jetzt eingenäht und habe so ein normales Katzenhalsband genommen mit so einem Sicherheitsverschluss, ne, der dann auch wieder aufgeht, falls die Katze mal irgendwie mit dem Halsband an einem Zaun oder sowas hängen bleiben sollte. Gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege, um euch das jetzt zu zeigen. Ja, ne, geht auf, aber bei meiner Katze ist es immer dran geblieben. Und der Chip hat mich dann im Endeffekt nur, ich glaube, 5 oder 10 Euro gekostet, wollte der Arzt haben. Ne? Hat ihn aus der Spritze rausgedrückt, dass ich den mit der Spritze niemanden anders einsetzen kann. Also da haben die Ärzte dann schon aufgepasst. Aber ja, hatte ich dann für wenig Geld ein Halsband für die Kleine gehabt. Das ging dann ungefähr ein Jahr gut. Ne? Und
neulich hat sich alles auf einmal gelöst, ne? Nach einem Jahr hat sich dann bei meiner Katze unter dem Halsband so ein Grind gebildet. Das war dann alles offen gewesen. Also das Halsband musste dann auf alle Fälle wieder runter. Aber zum Glück wollte dann die alte Familie, war dann soweit wieder im sicheren Hafen privat, sagen wir es mal so, dass sie wieder ihre Katze aufnehmen konnten und haben dann unsere Gastkatze wieder mitgenommen, ja. Und dementsprechend löst sich bei meiner Katze jetzt so der ein oder andere Revierkonflikt, ne? Und Revierkonflikte haben natürlich irgendwas mit der Niere zu tun und deshalb ist die Funktion jetzt ziemlich aktiv bei ihr. Ich freue mich, dass sie mir in die Wohnung pingelt. Geht ja nur eine Zeit lang, bis es wieder vorbei ist, ne? Ja, aber das wollte ich euch mal nicht vorenthalten. Bis zum nächsten Mal.